Was geht YouTube? Marcel ist back am Start für euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem neuen Kanal, Freunde. Falls ihr dem Kanal ein bisschen Liebe da lassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht den Algi mal von mir grüßen möchtet. Der soll sich irgendwo rumtreiben, habe ich aus relativ sicherer Quelle erfahren, meine Freunde. Und ansonsten könnt ihr gerne irgendwie anderen Supporter lassen. Ich bin dafür alles dankbar. Vielen, vielen Dank, was die letzten Tage wieder los war. Ist einfach wieder mal Maschallah, Freunde. Ja, ihr seht schon, ich bin nicht in der gewohnten Umgebung. Ich bin gerade in meinem alten Kinderzimmer in Hameln, hier, wo alles angefangen hat. Ich bin gerade dabei, meine Familie zu besuchen, aber ich habe trotzdem ein richtig nice Setup mit Licht, mit einer richtig guten Kamera, mit einem richtig guten Mikrofon, damit quasi, ja, für euch das gar keinen Unterschied macht. Und keine Sorge, nein, Sonny und ich haben uns nicht getrennt, sondern ich bin einfach nur ein paar Tage bei meiner Familie. So, und wir gucken uns heute ein Video an, und zwar KuchenTV versus Loredana. Ich habe da jetzt schon so ein bisschen was mitbekommen. Ich hoffe, er erklärt die ganze Story zwar von Anfang an. Bin mal gespannt, was der, ja, der KuchenTV da, ja, jetzt gegen Loredana raushaut. Jo, Freunde des Betrugs, kennt ihr Loredana? Höchstwahrscheinlich schon. Vor allem wegen dem Skandal, der in diesem Jahr so seine Runde macht. Kurz zusammengefasst hat Loredana gemeinsam mit einem Bruder dem Ehepaar Petra und Hans Zelt ungefähr 700.000 Schweizer Franken abgezogen. Also dazu kann ich sagen, das habe ich mitbekommen. Das war aber, soweit ich weiß, schon im letzten Jahr. Nur ich glaube, dieses Jahr ist es erst so richtig krass viral gegangen, weil irgendwie haben sie es im letzten Jahr noch runter vertuschen können. Ich weiß nicht, was daran ist, wenn es so stimmt. Wie gesagt, Leute, ich gehe immer sehr unparteiisch in die Videos. Ich bilde mir meine Meinung durch die Videos. Aber wenn das natürlich stimmen sollte, dass da so ein Betrug wirklich stattgefunden hat und die da irgendwie rechtskräftig verurteilt werden, weil bis dahin würde ich das jetzt nicht selber beurteilen. Aber wenn das natürlich stimmt, dass da irgendwie im alten Ehepaar Kohle geklaut wurde, ist das natürlich krass und geht natürlich gar nicht klar. Der Bruder hat sich hier erst als nette Bekanntschaft ausgegeben, anschließend hat er immer wieder Geld von Petra gefordert. Danach kam Loredana quasi als Anwältin um die Ecke und wollte Petra helfen, das Geld von dem Bruder halt zurückzuholen. Das Ganze war natürlich einfach nur eine Betrugsmasche und so haben sie Petra Z. um ungefähr 700.000 Schweizer Franken erleichtert. Auch okay. Von dem Geld einfach mal abgesehen, hat sich Petra Z. Anfang des Jahres bei einem Interview zu Wort gemeldet. Da sagt sie unter anderem, dass ihr Leben einfach komplett ruiniert ist. Es sind richtig viele Freundschaften kaputt gegangen, weil sie sich halt immer wieder Geld geliehen hat und das halt nicht zurückzahlen konnte. Darüber hinaus ist das Ehepaar wirklich sehr krass verarmt. Sie konnte nicht mal die Beerdigung ihrer eigenen Mutter zahlen. Das Ganze ging sogar so weit, dass sie irgendwann umgekippt ist und sich auch längere Zeit im psychischer Behandlung aufgehalten hat. Sie hatte sogar einen Selbstmordversuch hinter sich. Ich meine, das muss man sich einfach mal überlegen. Also es hat nicht viel gefehlt, dann wäre Petra Z. jetzt einfach tot. Ja, okay, also da muss ich jetzt natürlich dazu sagen, klar, ich seht ihr Leute, das ist so ein Ding, ich weiß nicht, ob das alles stimmt, was er sagt, beziehungsweise er sagt es ja, dass es aus einer Quelle kommt, er hat ja unten ja auch Sachen eingeblendet. Es ist halt einfach so, wenn es halt alles wirklich stimmt und auch alles wirklich daran liegt mit dem Selbstmordversuch etc. und das wirklich belegbar ist, das ist das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann natürlich, ne? Also ich will halt einfach nur erstmal, wer bin ich, dass ich mir darüber jetzt eine klare Meinung machen kann, so. Wenn das natürlich stimmt und das wirklich so ist, die wirklich betrogen haben und sie deswegen ihre ganzen Freundschaften verloren hat und sie deswegen Selbstmordversuch hinter sich hat, ist es halt einfach, also dann, es tut mir sowieso leid, weil dass da was schiefgelaufen ist, ist ja jetzt schon mal klar, aber die Ausmaße sind natürlich krass so. Also ich bin halt immer so gerne so ein bisschen noch so im Zweifel für den Angeklagten, aber wenn die Indizien natürlich so aussehen, na. Weil sie das Ganze nicht mehr mitgemacht hätte. Für diese Aktion wurde Loredana von der Community auch sehr hart bestraft. Den Shitstorm, welchen sie momentan erhält, der geht halt schon seit dieses Interview veröffentlicht worden ist und flacht halt einfach. Ja, habe ich auch gerade gesehen, Loredana ist auch in den Trends auf Platz 2 oder so und das Video hat halt auch richtig krass Dislikes. Generell wird Loredana ja gerade auch extrem viel gehatet überall. Das fällt einem schon auf jeden Fall auf, ja. Nicht ab. Selbst beim Track, den sie gestern hochgeladen hat, gibt es einfach extrem viele Dislikes und quasi nur negative Kommentare. Auf Instagram hat sie einfach in den letzten 3 Monaten 100.000 Follower verloren. Aber was ist das denn? Ist das da eine positive Zahl? Na, was ist denn da passiert? Naja, ganz einfach. Sie hat wie er dabei geguckt hat, Alter. Gestern ein Foto auf Instagram mit Petra Z. gepostet, wo sie gemeinsam in die Kamera lächeln. Und naja, für gefühlt alle Leute ist es jetzt einfach vollkommen egal, was passiert ist und alle fangen jetzt wieder an, Loredana einfach so zu feiern, als wenn nie irgendwas passiert wäre. An dieser Stelle möchte ich aber sagen, dass es mir in dem Video gar nicht so sehr um Loredana an sich geht, sondern vor allem um die Kommentare unter diesem Post. Denn nachdem sie dieses Foto hoch... Das finde ich cool, dass er das sagt, weil das ist nämlich genau auch so eine Sache... Weil, wie gesagt, zum Sachverhalt kann man nicht sagen, die haben jetzt ein Bild zusammen gepostet, so sieht ja aus, als ob wieder alles cool wäre, so man weiß ja auch nicht, was dann da genau jetzt vorgefallen ist, aber das finde ich jetzt sehr gut, weil das nämlich ein gutes Beispiel ist, wenn die Community sich so schnell umentscheiden kann, weil die kleinsten Indizien irgendwie kommen,
Das finde ich auch immer sehr, sehr krass und das finde ich auch immer sehr komisch. Und wir sind ja, ich bin ja damit jetzt quasi aufgewachsen. Seit 8 Jahren bin ich mit der Dummheit der Leute konfrontiert, aber auch mit natürlich zu 95% mit dem geilsten Support. Und ich konnte mir mein ganzes Leben aufbauen und auch dank Leuten wie dir, weil das muss ich jetzt wirklich auch an dich sagen, weil du bist einer der ersten, keine Ahnung, 25.000 Leuten, die diesen Kanal hier abonniert haben. Und deswegen bist du ein Supporter, der bei mir steht, sogar wenn ich ein neues Projekt anfange. Also das muss ich mich einfach mal wirklich bei dir bedanken. Aber es gibt natürlich auch, ihr könnt euch das vorstellen, Leute, ich könnte euch Stories erzählen, wo Sachen in der Community passiert sind, die habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, wo ich mir so dachte, Digga, hä? Gestern war noch alles gut, morgen alles scheiße, übermorgen alles gut. Da musst du nicht verstehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Tim da jetzt raushaut. Geladen hatte, kriecht dir einfach wieder jeder komplett in den Hintern. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Lustigerweise habe ich auch genau das schon gestern Abend kommentiert gehabt. Junge, Junge, wie ihr jetzt alle in den Hintern kriechen. Sie hat das Leben von... Der schlecht aufgelöst. Alter, ich kann nicht reden. Wie sagt man das denn, Digga? Der am schlechtesten aufgelöste Screenshot, den ich je gesehen habe. Mein Gott, Alter. Von Petra Z komplett zerstört. Sie wollte sich umbringen, konnte die Beerdigung nicht zahlen und, und. Nachdem Loredana 6 Monate lang komplett im Visier eines Shitstorms war und es auch bald wohl vor Gericht geht, klärt sie das so wahrscheinlich... Okay, es war noch nicht vor Gericht. Ja, das ist für mich ein Unterschied schon. ...weniger Verlust zu haben. Und alle geben sich damit zufrieden. Wie ihr hier sehen könnt, war der Kommentar halt offensichtlich gepostet und er hatte auch fast 2000 Likes. Nachdem ich heute Morgen aufgestanden bin, haben mich Nachrichten erreicht, dass mein Kommentar komischerweise weg ist. Und ja, der ist bei dem Loredana-Foto irgendwie nicht mehr da. Also nicht nur, dass der Post von Loredana also absolut scheinheilig ist. Nein, man versucht auch noch jede kritische Stimme zu blockieren, um sich irgendwie als tolle Person hinzustellen. Da muss ich halt sagen, Tim, du bist ja nicht jede Person. Du bist jemand, der 1800 Likes auf dem Kommentar hat und du hast schon vorher Videos über die Thematik gemacht. Ist ja klar, dass die dich jetzt nicht geil finden. Ich finde es auch nicht gut, dass es gelöscht ist, aber das ist halt so, so wird das Spiel halt leider manchmal gespielt, das weißt du selber auch ganz genau. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Meinungen zu löschen, vor allem die so, es ist ja wirklich einfach formuliert gewesen, sodass man das verstehen kann. Das ist eine Meinung, die er sachlich formuliert hat. Da finde ich es natürlich auch nicht gut. Und dann auch, es ist natürlich auch ein Eigentor von Loredana, falls sie es selber gelöscht hat. Es gibt ja auch den Fall, dass ein Kommentar, also bei YouTube gibt es ganz oft, dass Top-Comments einfach weg sind, weil die zu oft gemeldet wurden oder so. Ich weiß nicht, ob das auf Instagram auch möglich ist, aber ich denke nicht, dass der so oft gemeldet wurde. Ich meine, der 1700 Likes gab. Ich glaube, dieses Verhalten nennt man Ehrenfrau, oder? Was nicht geblockt wird, sind natürlich so Kommentare wie der hier. Wenn sogar Petra ihr wieder ins Gesicht lächeln kann, wieso solltet ihr kleinen Hater nicht darüber hinwegsehen können? Der Kommentar hat 10.000 Likes. Okay, das heißt, die Community geht wirklich tatsächlich wieder mehr in die Richtung. 10.000 Likes. Das muss man sich mal überlegen. Es gibt 10.000 Leute auf der Welt, die das halt genauso sehen. Warum lächelt Petra ihr wohl wieder ins Gesicht? Naja, das lässt sich eigentlich relativ leicht erklären. Ich glaube, sie ist einfach glücklich, dass man diese ganze Sache jetzt endlich abschließen kann und Loredana auf sie zugegangen ist, höchstwahrscheinlich um eine Einigung zu erzielen. Die letzten Jahre waren für Petra wohl die schlimmsten ihres Lebens. Sie hat Freunde verloren, war verschuldet bis zum geht nicht mehr. Okay, man merkt natürlich an dem Video auch ganz klar, wo Tim steht, ne? Man merkt ganz klar, dass auf welcher Seite er steht und dass er diese Sätze jetzt auch so sagt. So, ich kann es ja verstehen, er ist ja ein Meinungs-YouTuber, das bedeutet, er gibt seine Meinung preis. Wir sind ja auch, ich bin mit ihm auch in Kontakt, also eigentlich schreiben wir uns nur hin und wieder mal auf unsere Instagram-Stories irgendeinen Scheiß, aber eigentlich ganz witzig so. Aber ja, ist natürlich, ist es halt seine Meinung hier. Leute sich umbringen, waren psychischer Behandlung. Natürlich lächelt sie in so einem Foto, wenn sie jetzt auch endlich merkt, dass dieser Leidensweg nach Jahren ein Ende hat und sie nun wahrscheinlich endlich eine Einigung gefunden haben. Das ist doch komplett menschlich, aber was soll das jetzt beweisen? Es gibt für mich genau... Gut, da kann ich auch verstehen, wenn ihm Leute widersprechen. Ich sehe es genauso, weil ich glaube auch, dass meine Lebenserfahrung auch so in diese Richtung geht, dass man dann eher tatsächlich auch dem in Anführungszeichen Feind in die Augen lächeln kann, weil man sich selber einfach so erleichtert fühlt. Aber es wird wahrscheinlich auch viele geben, die sagen, hey, ich würde das niemals machen können und das ist eigentlich ein Gegenbeweis dafür, was du sagst und so. Ja. Einen Grund, warum ich Loredana das Ganze nicht verzeihen werde, und der ist ganz einfach, sie ist nicht ehrlich. Sie hat Petra Z ungefähr 700.000 Schweizer Franken weggenommen. Das Ganze kommt an die Öffentlichkeit und sie schweigt einfach komplett. Sie merkt, wie schlecht es Petra geht und obwohl sie jetzt halt Millionen macht und Geld ihr wahrscheinlich zum größten Teil komplett egal ist, gar nichts. Kein Statement,
keine Entschuldigung, keine Rückzahlung oder sonst irgendwas. Loredana wird dafür natürlich jetzt zu Recht gehatet. Sie hat auf Instagram, wie gesagt, über 100.000 Follower verloren. Selbst ihr neuer Track-Intro wird einfach komplett tot gehatet. Sie muss jetzt einfach irgendwie handeln, weil ihre Karriere ansonsten den Bach runtergeht, da dieser Shitstorm halt von selber nicht aufhören möchte. Jetzt bringt sie auf der einen Seite ihr neues Album raus, auf der anderen wäre es wohl auch bald zu der Gerichtsverhandlung gekommen. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Im Falle eines Schuldspruchs gäbe es die Möglichkeit, dass Loredana einfach von der Schweiz zurück in den Kosovo abgeschoben wird. Denn sie hat keinen Schweizer Pass, sie hat nur eine Staatsangehörigkeit im Kosovo. Und die Schweiz scheint straffällige Ausländer... Ich wusste nicht mal, dass Loredana in der Schweiz wohnt. Ich dachte irgendwie, das ist einfach Zufall gewesen, dass sie da in der Schweiz, dass da dieser Betrugsfall passiert ist. Also ich wusste das, bis er es jetzt gerade gesagt hat, wusste ich einfach nicht. Da gerne mal abzuschieben. Auf der einen Seite wird das einfach ein billiger Promomove sein, da sie halt für viele jetzt wieder die Ehrenfrau ist und auf der anderen Seite wird halt so oder so über sie geredet. Dazu ist das... Da muss man natürlich wirklich dazu sagen, wenn so ein Foto kurz vor Albumrelease gepostet wird, ne? Also ich war noch nie der... Also ich habe noch nie was dagegen gehabt, Promo zu machen, weil es gehört dazu... Aber das Timing ist natürlich kein Zufall, das sollte uns allen klar sein. Das ist halt die einzige Möglichkeit, den Shitstorm zu beenden oder zumindest extrem abzuschwächen, da der nach 6 Monaten, ohne dass sie irgendwas gesagt hat, halt eigentlich immer stärker geworden ist. Und durch den Vergleich, den sie höchstwahrscheinlich geschlossen haben, entgeht sie wahrscheinlich auch noch dem Gerichtsprozess. Das bedeutet, sie kann nicht abgeschoben werden, sie spart wahrscheinlich auch noch einiges an Geld, da sie keine Gerichtskosten, Anwälte und bezahlen muss und kommt aus der ganzen Sache einfach deutlich besser weg, als wenn man das richtig verhandelt hätte. Plus natürlich die Chance, dass sie eventuell dafür noch ins Gefängnis hätte gehen müssen. Ich weiß nicht, wie hoch die Strafen in der Schweiz für sowas sind, also in Deutschland. Hätte sie dafür safe 2 Monate auf Bewährung bekommen. Sie ist keine Ehrenfrau wegen dieser... Verstehe mich nicht falsch, ne? Also, definitiv, wenn das wirklich passiert ist, dann ist da eine richtig fette Strafe absolutes Muss. Da sind Tim und ich uns auf jeden Fall einig bei dem Punkt. Auf jeden Fall. Aktion, sondern sie ist halt einfach ein Businessmensch. Wie gesagt, wirtschaftlich ist das das Beste, was man machen konnte. Das hätte ich ihr nicht anders geraten. Aber menschlich ist das halt trotzdem immer noch kompletter Abfall. Petra ist jedoch komplett kackegal. Sonst hätte sie keine 6 Monate gewartet, wo sie einfach die ganze Zeit durchgehend gehatet worden ist, sondern hätte sich direkt gemeldet und mit ihr eine Einigung erzielt. Und die Leute fressen ihr halt einfach aus der Hand. Ich verstehe das nicht, wie man das nicht durchblicken kann. Genauso Vierer, dieser TikTok-komische Rapper da. Finde ich richtig gut. Du machst alles richtig. Richtig. Man muss erst Fehler machen, um seine Fehler einzugestehen. Möge Gott deiner Tochter und Petra ein langes, gesegnetes Leben schenken. Wow! Boah, scheiße, da bin ich doch voll auf deiner Schleimspur ausgerutscht. Junge, wie hart kann man bitte für ein paar Likes und Follower lutschen? Hast du eigentlich deinen Würgereflex schon verloren oder hast du den noch? Irgendwer wird ihm das ja sicherlich schicken oder der wird es auch bestimmt so irgendwie mitbekommen. Mich würde halt super gerne deine Meinung zu meinem Video hier interessieren. Vielleicht ja mal als Kommentar. Du scheinst ja schon sehr sicher zu sein, dass sie hier alles richtig gemacht hat. Na, dann bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Da werde ich wohl in den Kommentaren ordentlich zerstört. Die Kommentare sind halt auch abgesehen davon einfach ultra unangenehm. Ich meine, ich könnte jetzt das Video noch 10 Stunden in die Länge ziehen, aber ich glaube, was ich sagen wollte, ist hier ganz gut rübergekommen. Wenn das kein Prank von Loredana und Petra an Bushido gewesen ist, um ihm 10.000 Euro wegzunehmen, dann ändert dieses gepostete Foto oder eine Einigung einfach nichts für mich. Nach öffentlichem Druck zurückrudern kann halt einfach jeder. Stärke beweist man meiner Meinung nach dann, wenn man Fehler schon einsieht, bevor man überhaupt so krass gehatet wird, die ganze Welt einen hasst und die Karriere den Bach runtergeht. Kann ich bedingt zustimmen? Also natürlich ist es immer besser, es ist ja, wie kann man das beschreiben? Es ist ja auch besser, sich selbst der Polizei zu stellen, als dann festgenommen zu werden und dann zu sagen, ja, ich wollte es ja jetzt zugeben. So, da hat er natürlich völlig recht, aber sind wir mal ehrlich, davon können wir leider in unserer Gesellschaft nicht ausgehen. Es ist halt einfach so, aber worauf er hinaus will, und das finde ich genau richtig, dass die Leute, daran sieht man, dass was im Internet passiert, ist so schnell egal. Das kann positiv sein, aber auch negativ. Beispiel, alle feiern dich gerade, 2 Wochen später machst du einen Fehler, keiner feiert dich mehr. Oder keiner feiert dich gerade, du machst irgendwas wieder gut und alle feiern dich wieder. Da hat er natürlich recht, dass das natürlich alles immer sehr, sehr merkwürdig schnell geht im Internet. Vor allem versucht sie sich jetzt auch noch in ihrem neuen Track sich in die Opferrolle zu stellen. Also erstmal natürlich komplett der erste Absatz, wo ich mir auch denke, jo, also ich weiß nicht, was ist los mit dir? Dann aber auch so einzelne Zeilen wie, die ganze Welt ist gegen mich, so viele Schlangen, doch ich hab das Gegengift. Bro, du bist hier die einzige Schlange, also ich... Aber die meint das höchstwahrscheinlich... Okay, also man merkt, er ist wirklich... Also er ist sich sehr sicher in dieser Sachlage. Sie beschwert sich ja dann sogar noch darüber, dass die Schweizer ja Druck machen und sie ja eine alleinerziehende Mutter ist. Wo ich mir auch so denke, ja okay, du bist eine alleinerziehende Mutter, aber es hat doch einen Grund, warum die Schweizer Behörden hier Druck machen und gegen dich ermitteln, oder nicht?
Also ich glaube, sie versteht noch nicht so ganz, was sie getan hat, um ehrlich zu sein. In ihrer Welt denkt sie wahrscheinlich wirklich so, ach komm, ich habe jetzt einer Person das komplette Leben zerstört. Also jetzt kauft doch mein Album, was ist denn mit euch? Was kann man abschließend dazu sagen? Ich denke mal, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass Petra Z. Alt hier Geld zurückbekommt. Die Frage ist natürlich, worauf sie sich geeinigt haben. Ich glaube, wir haben schon von Anfang an mitbekommen, dass Petra Z. halt nicht die Intelligenteste ist und Loredana anscheinend sehr gut Menschen manipulieren kann. Am Ende hat sie Petra dazu gebracht, dass sie halt nur noch 10.000 Schweizer Franken möchte oder so. Abgesehen davon muss ich aber sagen... Okay, das weißt du halt auch nicht, Bro. Das weißt du nicht, Bro. Gerade für Promo oder sonst irgendwas ausschlachtet, wäre der Shitstorm für mich persönlich halt auf jeden Fall beendet. Natürlich ist die Aktion immer noch absolut widerwärtig. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, wie man das Leben einer einzelnen Person so zerstören kann und dann seinen Fehler nicht mal einsieht, erst nachdem man monatelang gehatet worden ist. Ja, also das ist generell komplett richtig. Also, dass man den Fehler natürlich sofort einsehen müsste, ist klar. Nur das Ding ist halt, letztendlich, wenn sie von Anfang an wusste, ich war's, will sie natürlich, wenn sie dann direkt alles zugibt öffentlich, natürlich würde man das von jedem Straftäter erwarten. Aber wenn das so wäre, würde es ja keine Gerichtsprozesse geben. Natürlich wird es auch für sie einen Strafverteidiger geben, der natürlich versucht, das so darzustellen, dass sie am wenigsten zahlen muss. Oder die haben sich jetzt, wie gesagt, auf einen Vergleich geeinigt, ich weiß es nicht. Aber... wir können, also Tim, bei bestem Willen, ich verstehe genau, was du sagen willst und ich finde es genau, wenn es nach mir ginge, ich schwöre dir, Bruder, es wäre genauso. Aber das Ding ist, die Welt funktioniert leider nicht so, das ist halt einfach Fakt. Da wird natürlich versucht, sich dann rauszureden und wir wissen, wie gesagt, auch nicht zu 100%, was passiert ist, wir wissen nur, was in der Zeitung steht und ja, Leute, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie fandet ihr das Video von KuchenTV? Ich finde, er hat seine Qualität krass gesteigert. Ich finde, die Videos sehen gerade gut aus. Ich glaube, bei ihm läuft auch richtig gut zurzeit. Ja, für gute Arbeit sei das auf jeden Fall gegönnt, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.